Hier bekommt der Beruf des Optikers und Hörakustikers einen ganz neuen Anstrich. Inmitten der Rostocker Innenstadt befindet sich ein ganz besonderes Geschäft, das Zeiss Vision Center. Es beeindruckt mit modernem und futuristischem Aussehen. Es gibt Brillen in den unterschiedlichsten Formen und Farben für die verschiedensten Altersklassen und Geschmäcker. Inhaber ist die Augenoptik und Hörakustik Goye GmbH und die Handwerksmeisterin Anne-Kathrin Schulz. Wir sind sehr, sehr gerne Optiker. Wir verkaufen sehr gerne unsere schönen Brillen. Und es hat sich ein bisschen aus der Familiengeschichte und Historie ergeben. Ich habe Augenärzte in der Familie, ich habe aber auch Ohrenärzte in der Familie. Und da gab es dann irgendwann die Synergieeffekte zwischen Augenoptik und Hörakustik, beides in einem Geschäft zu machen. Vor 3 Jahren ging die Firma Augenoptik und Hörakustik Goye eine Partnerschaft mit dem deutschen Technologieunternehmen Zeiss ein. Seitdem nennt sich das Geschäft Zeiss Vision Center. Mit dem neuen Partner ging eine Reihe von hochmodernen Techniken einher. Sie helfen den Optikern, sich genau an die Eigenschaften und Wünsche der Kunden anzupassen. Also in 10 Jahren Augenoptik ändert sich wirklich viel. Das hätte ich am Anfang auch gar nicht so erwartet. Man sieht das sehr schön bei der Videozentrierung, was es da schon für Möglichkeiten gibt. Früher war es ein Foto, inzwischen können wir die Bilder bewegen und perfekt ausmessen und genau justieren. In der Hörakustik hat sich genauso viel verändert. Auch da sind die Hörgeräte viel intelligenter und viel schlauer geworden. Die hochpräzisen Messgeräte betrachten die Augen bis in die Hundertstel Dioptrien genau. Auch moderne Hörgeräte können Geräusche und Sounds analysieren und filtern, um somit das Hören selbstständig an Umweltsituationen anzupassen. In der ladeneigenen Werkstatt werden Brillen und Brillengläser zugeschnitten. Sie sind genau auf das Auge und den Kopf des Kunden angepasst. Eins der modernsten Geräte ist der VisoFit 1000. Er macht mit 9 Kameras aus unterschiedlichen Winkeln Bilder, die später zu einem 3D-Avatar zusammengefügt werden. An diesem können Kundinnen und Kunden in der virtuellen Anprobe auch ganz bequem von zu Hause die verschiedensten Brillenmodelle testen. Der Beruf des Optikers und Hörakustikers ist heute also ein ganz anderer, als er es einmal war. Also Augenoptiker zu sein macht wirklich sehr viel Spaß. Wir sind Modeberater, wir sind aber gleichzeitig auch Handwerker. Wir schleifen unsere Brillengläser noch selber ein. Wir müssen sehr viel Computertechnik inzwischen beherrschen. Und es ist einfach ein unglaublich vielseitiger, abwechslungsreicher Beruf. Jeder, der noch nicht weiß, was er werden möchte, kann gerne sich mal überlegen, Augenoptiker zu werden. Einfach, weil wir auch inzwischen an Personalmangel leiden und der Job sehr viel Spaß macht. Die Augenoptik und Hörakustik Goye kann sich auf eine traditionsreiche Geschichte berufen. Das erste Geschäft wurde schon 1942 in Salzwedel von Anne-Kathrin Schulz Urgroßvater gegründet. Das Familienunternehmen wuchs über die Jahre zu einer wahren Größe heran. Mit dem Zeiss Vision Center feiert die Augenoptik und Hörakustik Goye 2023 ihr 10-jähriges Jubiläum in der Hansestadt Rostock. Kundinnen und Kunden sowie Zuschauerinnen und Zuschauer sind mit vorheriger Terminabsprache herzlich zur Jubiläumswoche vom 13. bis 18. März im Zeiss Vision Center eingeladen.